So, der Trainingsbereich. Lass uns trainieren. Du kannst die Position deiner Partner mit dem linken Analogstick und dem rechten Analogstick ändern. Die Werte, die durch Gerätetraining verbessert wurden, werden mit ihrem Namen angezeigt. Die Werte, die auf den Geräten nebendran trainiert werden, steigen ebenfalls ein wenig. Ist zum Beispiel Stärke eingeschränkt, dann steigen auch Ausdauer und Geschwindigkeit ein wenig. Richtig. Boni werden auf beiden Seiten des Bildschirms angezeigt. Hast du einen Bonus-Stärke der Wert mehr, drücke L1 oder R1, um dir die aktuellen Werte anzusehen. Bestätige mit X, nach der Bestätigung beginnt das Training. Richtig, ihr seht hier gerade unsere beiden Digimon links und rechts. Wir können Geschwindigkeit, Stärke, Ausdauer, also die 6 Werte trainieren. Wir können uns die Werte angucken, die aktuell miserabel sind. Also TP und MP Maximum ist 99.999. Stärke, Ausdauer, Weisheit und Geschwindigkeit Maximum 9.999. Das sieht man wohl, wie weit wir davon noch entfernt sind. Genauso sieht es aus. Klar, Bonus ist sehr, sehr wichtig. Je mehr Bonus, umso besser wird die Attributsteigerung. Das darf man nicht unterschätzen. Das sage ich euch. Das nicht unterschätzen. Bitte nicht unterschätzen. Wir beginnen mal mit dem ersten Training in Stärke. Spiel als nächstes Roulette. Halte das Rad mit X an. Dein Gewinn wird vom Pfeil angezeigt. Mit dem richtigen Timing kannst du eine 1,25-fache Bonus-Attributstufe erhalten. Geil, oder? Das wird Pflicht sein. Gerade am Anfang, wenn man das jetzt nicht gewohnt ist, da richtig zu drücken, dann verpasst man das. Jedes Mal, wenn ein Digimon trainiert, stärkt seine Erschöpfung. Liegt der Erschöpfungsgrad bei über 50%, ist ein Digimon Gefahr. Lass ihn dann rasten oder schlafen. Und hier sehen wir gerade, 14 Punkte bringt das nur, das ist wenig. Ja, und unten haben wir gerade gesehen, dass die Erschöpfung weitergeht. Und das Ganze können wir dann nochmal machen. Ich gehe aber jetzt mal auf TP. Und das ist natürlich immer einfach, wenn die Symbole relativ nebeneinander sind, dann geht das sogar noch. Ja, dann ist es relativ einfach. So, jetzt haben beide Hunger. Das heißt, wir geben den beiden jetzt mal etwas, und zwar Items. Und hier können wir jetzt auch jetzt nur einem Partner geben oder beide Partner geben. Ja, ich gebe jetzt beiden mein Fleisch. Pojoman, ich mag diesen Gegenstand nicht. Okay, wir können ihn loben, ausschimpfen oder ignorieren. So, wenn wir ihn loben, dann sinkt die Disziplin, aber die Laune steigt, weil er quasi seinen Willen bekommt. Schimpfen wir ihn aus, erhöht sich die Disziplin und die Laune geht natürlich nach unten, weil er das nicht mag. Aber das geht gar nicht! Du nimmst diesen Gegenstand jetzt. Ich bin hier natürlich ganz fies. Ja, die Bindung steigt auch um 1. Und danach, ja, nehmen die natürlich das. Also, oder ignorieren, da passiert nichts von beiden. Kann man auch machen. Okay, von Pojoman ist schon mal sein Favorit. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Vollständig gewöhnt, Gewicht steigt auch um 1. Das gängige Prozedere. So, jetzt sind beide schon müde vor diesem bisschen Training. Ja, die wollte ich nicht. Das heißt, wir rasten mal kurz eine Stunde. Und ich glaube, dann müssen die ja schon bald digitieren. Ja, genau, dann digitieren sie auch schon. Also die, also von Baby nach Ausbildung dauert eigentlich eine Stunde. Von Ausbildung zum Rookie dauert 4 Stunden. Von Ausbildung zum Rookie dauert ein Tag. Von Rookie zum Champion dauert 4 Tage, von Champion zu Ultra dauert 7 Tage und von Ultra nach Mega dauert 10 Tage. Müssen die 10 Tage alt sein? Kann man sie so schön merken. Oder 11 Tage. 10 oder 11. Ich glaube, wenn sie 11 Tage alt werden, dann digitieren sie. Aufs Mega. Das kann man sich im Spiel dann auch irgendwann merken. Also das ist immer auch gleich. Die essen zur gleichen Zeit, die gehen immer zur gleichen Zeit auf die Toilette, die wollen immer zur gleichen Zeit schlafen. Zum Beispiel Mega-Digimon brauchen weniger Schlaf als Ausbildung oder Rookie-Level-Digimon. Das kann man sich irgendwann einfach merken. Und jetzt kriege ich sogar noch einen schönen Zeitbonus. Das ist nice. Jetzt fahren wir nochmal ein bisschen die MP. Und dann sieht man noch schon, dann kommt das Zeitsymbol und das ist dann natürlich nochmal umso besser. Let's get started. So, TP, 1000 TP wäre schon relativ nice, sag ich mal so. Gut, die Stärke muss auch nochmal besser werden. Natürlich sind die ready. Also ich finde das gerade so faszinierend, wenn man, je weiter man im Spiel ist, umso mehr merkt man, dass der von der CD laden muss. Dann war immer so eine Verzögerung schon drin. So, die beiden haben schon wieder Hunger, ey. Boah, ihr Hunger! Aber ja, die essen natürlich noch nicht sehr viel. Das ist...
mein großer Vorteil. Scheiße. Die beiden waren schon müde. Jo, tatsächlich. Und wenn die natürlich auch müde sind, dann werden die Wette auch schlechter trainiert. So, der Vorteil ist, hier im Trainingsraum ist eine Toilette. Das heißt, ihr müsst nicht extra rausgehen. Das hat auch noch seinen großen Vorteil. Ja, wir machen weiter Stärke. Ihr müsst Stärke! Ihr müsst stärker werden, ja? Okay. Es ist auch eigentlich besser, wenn die beiden Digimon, also wenn sie nicht das gleiche Level haben. Außer Mega natürlich. Weil dann kriegt man einen Wachstumsbonus, das heißt, einer kriegt einen Wachstumsbonus. Das ist deswegen so gut, aus dem ganz einfachen Prinzip, dass Digimon, was im schlechteren Level ist, kriegt mehr Punkte dazu. Also ich werde im weiteren Spielverlauf werde ich dafür sorgen, dass das passiert. Weil das ist so wichtig. Ist er doch erschöpft. Ich sehe das doch gerade. Auch am Ton hört man das irgendwann raus, was die haben wollen oder was nicht. Ja, wie spät haben wir es denn jetzt? 18 Uhr schon, okay. Jetzt haben wir zum Beispiel noch bei Tokuman zum Beispiel noch einen lauen Bonus. Es gibt auch noch einen Rivalenbonus, wenn das quasi über Kreuz liegt oder so. Oder so. Oder so. Also wenn es über Kreuze kriegt man einen Rivalenbonus. Wenn das, wenn sie das gleiche machen oder nebendran, dann kriegen sie auch nochmal einen Bonus. Also ich würde zum Beispiel was ich versuchen würde als Tipp zu vermeiden, ist TP und Weisheit gleichzeitig zu machen. Jeweils einen Digimon. Stärke und Weisheit. Geschwindigkeit und Ausdauer kombiniert oder Geschwindigkeit und MP. Will ich nie machen. Will ich nie machen, weil dann habt ihr schon einen Bonus weniger und das ist scheiße. Also das sind die Konstellationen, die ich nicht machen würde. Nur mal so als kleiner Tipp von mir. Das nie machen. Weil ihr verschenkt Punkte. Und das wollt ihr nicht. Ihr wollt nie Punkte verschenken. Oder man will nie Punkte verschenken. Weil. Ja, weil. Das kann ich euch später erzählen. So, wir erhalten ein. Okay. Ein böses Digimon-ID hier. Es ist eigentlich. Am Anfang ist es mir eigentlich relativ wurscht. Ich wollte eigentlich einen Salamon und einen Patamon haben. Gut, Patamon ist schon mal Beispiel schon gescheitert. Jetzt werdet ihr natürlich euch fragen, boah, das wird ja später so schwer. Oh, ich habe einen Renamon. Auch nice. Renamon ist auch nice. Renamon ist geil als Stil. Habe ich in der Serie geliebt. Weil wir, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Geschichte gehen, wir haben vier mögliche, oder Renamon hat vier mögliche Digitationen zum Champion. Ja. Später kann man das natürlich bewusst steuern. Ja. Sieht aus wie Patamon, verfügt aber über eine gegenteilige Persönlichkeit. Okay. Wir haben ein Virus-Digimon bekommen. Interessant. So, jetzt könnte ich eigentlich schon rausgehen und kämpfen. Machen wir aber nicht. Der Vorteil ist jetzt, gerade wollten sie eigentlich schlafen gehen, aber durch die Digitation ist es jetzt vorbei und die können noch mal eine Stunde trainieren. Geil. Richtig, richtig nice. 17 Punkte. Okay, der erste hat schon mal Stärke fertig. Die ich haben will. Deswegen kannst du eigentlich Ausdauer machen. Dann nehme ich den Bonus noch mit. So ist jetzt nicht das große Problem. So. Ihr beide habt Hunger. Ich gebe euch jetzt eigentlich ungern das Fleisch. So, wirklich ungern. Also, Renamon hat jetzt auch die 100 voll. Dann machen wir noch TP voll auf 1000. Das wäre auch nochmal nice. Ich bin schon fast gezwungen, rauszugehen. Okay, Renamon hat die 1000. Der eine ist müde, der andere hat Hunger. Super! Die fressen mir jetzt schon die Haare vom Kopf. Renamon ist voll, der andere nicht. Moment mal kurz. Ja, beide. Beide sind natürlich erschöpft. Beide wollen sie ausruhen, jetzt wollen sie beide schlafen. Oder auf die Toilette gehen, ist auch eine Option. Wollt ihr noch eine Stunde? Geil, die wollen noch. Oh, finde ich geil. Finde ich gut. Finde ich richtig nice. Finde ich sehr nice von euch. Dass ihr nochmal wollt. Ja, das war klar. Eigentlich so 0 Uhr. Das ist eigentlich für Mega ist die Zeit. Was? Ihr beide wollt nicht schlafen? Das geht gar nicht. Ihr werdet beide ausgeschimpft. Und jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt werden wir nämlich die
Genau, die Digitationsinformation ist mal angezeigt, zu was sie überhaupt digitieren können. Das geht eigentlich nur durch diese Kommunikation, ja. Entweder wollen sie gelobt werden, ausgeschimpft werden oder nicht. Wir holen. Danke, dass ich außerhalb der Schkeit keine Probleme bekommen werde. Also gut, eine Sache gibt es noch zu erklären. Hier ist noch nichts los, aber wenn du ein paar Digimon zusammentrommelst, ruf sie oder bring sie her. Sie könnten Einrichtungen bauen und arbeiten. Es hängt nur davon ab, wie viel Mühe du hineinstecken willst. Dieser Ausgang führt dich aus der Stadt heraus. Da draußen gibt es Digimon, die dich angreifen werden. Wenn du es richtig anstellst, kannst du Kämpfe ganz vermeiden. Kehre in brenzligen Fällen in die Stadt zurück. Noch etwas mit... weiß ich. Drei kann mein Digi-Weiß-Menü öffnen. Dort findest du mehr Infos über Zähmon-Partner sowie deine erhaltene Digimon und du kannst dort speichern. Ich weiß. Und wenn du Hilfe brauchst, wende dich an die Digimon in der Stadt. Die wissen über alles mögliche Bescheid. Das war's auch schon. Danke fürs Zuhören. So, okay, ich weiß nicht. Genau. Kommunikation. Du dich Kommunikation, mein Gottes Willen, könnte quasi die Digitationsinfos freischalten. Zum Beispiel, man geht aus dem Trainingsraum, die sind zufrieden mit ihrer neuen Stärke, das proben wir natürlich. Das würde ich nie ignorieren. So, das stärkt die Bindung, Digifreund auch und was haben wir noch? Sabadramon und Yukumon, da sehen wir das Gewicht. Leomon, oh, Leomon wäre richtig nice. Cubimon Schlüssel Digimon. Und wenn wir uns das jetzt mal genauer angucken in der Geschichte... Cubimon steht hier, Cubimon Silber, steht da und unten steht Leomon. Sabadramon, Yukumon, da brauchen wir zum Beispiel Gewicht, das muss 19 oder weniger sein, dann digitierst du Yukumon. Das heißt, das hätten wir zum Beispiel nach aktuellem Stand nämlich schon mal. Das heißt, wir können den schön mit Digipilzen vollfüttern, wenn wir das wollen. Ich habe fünf Fleisch bekommen. Also, wir können das zum Beispiel jetzt machen, dass Renamon das Fleisch bekommt. Und er dann die Digi-Sprösse. Natürlich brauchst du davon natürlich ein bisschen mehr. Dadurch wirst du im Gewicht schwächer. Wie gesagt, wir werden jetzt noch weiter trainieren. Ja, wir werden weiter trainieren. Aber du kriegst... Hier, zum Beispiel. Es gibt auch eine Trainingseinheit. Da gibt es einen Tagesbonus. Das ist heute zum Beispiel die Geschwindigkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das... an den gleichen Tagen immer gleich ist. Ich denke mal schon. Von dem her kann man sich das auch leicht merken. Und nehme direkt mit. Nehme direkt mit. Ja. Und zwar wirklich sofort mitnehmen, was das Zeug hält. Boah, die Lache von Renamon geht ja mal gar nicht, ey. Boah, da haben sie ja mal komplett vergriffen, meiner Meinung nach. So, weiter einen Tagesbonus mitnehmen. Jawoll, ja! Und morgen ist es was anderes halt, ja? Boah, die kriegen ja kaum Punkte, echt nicht. Also, wenn ich da echt an deinen Spielstand denke, boah, da kriegen die richtig Punkte, echt. So, Müdigkeit, Ausruhen, zack. Ich weiß halt nicht, wie alt die am Anfang werden. Das ist halt sehr problematisch immer. Tagesbonus gleich mitnehmen und BÄM! Ich habe nicht einmal daneben getroffen. Na gut, ich habe auch die Übung, ja. Ich glaube, das sieht man auch, dass ich einfach, ja, da eine gewisse Übung habe und auch gleichzeitig noch kommentieren kann. Das merkt man, glaube ich. Ich werde jetzt trotzdem mal rausgehen in die City und einfach mal in die weite Hochebene gehen und jetzt erst den Digimon in die Stadt holen. Ja, und das ist ein Patamon. Warnhinweise zum Feld. Ab hier scheinen Digimon, die dich als Feind sehen und angreifen werden. Feindliche Digimon reagieren, wenn du dich ihnen näherst. Sie verfolgen dich und kämpfen, wenn du sie berührst. Andere Digimon kommen vielleicht in die Stadt. Rede mit X oder nähere dich, um ein Ereignis auszulösen. Dort ist ein Digimon, aber ist es Freund oder Feind? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Ein Patamon! Hallo, wer bist du? Bist du einer dieser Menschen? Oh, ich verstehe, du hast den Maschinendramon gesteuert. Nein, bekämpft und gewonnen. Hm? Du wagst das Chaos im Flut hinzustiften. Ich mach dich fertig. Okay, unser erster Kampf. Unser erster Kampf und das ohne Tutorial. Man wird quasi reingeschmissen. Also man geht davon aus, dass man den Kampf hier gewinnt. Und wir haben nicht gerade viel. Und der macht schon guten Damage.
Oh, das ist ja niedlich. Moment, mach mal Zündung. So, mach mal den Machschlag, bitte. Danke, dann war es das schon. So, und jetzt neuer Bildschirm. Wir haben natürlich auch im Kampf, können wir die Werte steigern, die 6 Werte. Wir kriegen 10-mal Erfahrungspunkte, damit wir 10-mal Fähigkeiten bekommen können. Und natürlich Geld. Bit ist hier die Währung. Erschöpfung nimmt natürlich auch irgendwann zu. Je mehr die Kämpfe, umso erschöpfer werden die natürlich auch. Aber der Kampf war natürlich jetzt natürlich sehr, sehr einfach. Au, 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 es tut gar nicht weh. Ich habe mich zurückgehalten, aber alles in Ordnung. Gehen wir zurück in die Stadt. Digimon wartet auf uns. Komm, Digimon? Du kennst Digimon? Sag bloß, du bist überhaupt nicht böse? Nein, natürlich nicht. Kann gerne kommen. Philipp hat die Situation erklärt. Ist das wahr? Mein Fehler. Ich war wohl zu voreilig. Weißt du, ich habe noch nie einen Menschen gesehen. Also gut, ich gehe zurück nach Flutane. Sag mal Hallo, wenn du mich da draußen siehst. Tschüss. Padamon hat sich der Schatten angeschlossen. Gut, manche Aufgaben sind sehr, sehr einfach gehalten. Skatwurschkat und Digimail. Das wilde Digimon hat sich der Skat angeschlossen. Suche nun weitere Digimon und bringe sie zurück. Unten rechts findest du ein Symbol für deine Digimail. Du wirst benachrichtigt, sobald neue Digimail eintrifft. Öffne mit Dreieck dein Digivice und liest deine Digimail. Alles klar, ja, gut. Der hat mir jetzt geschrieben, ja, Frage Botamon. Wie läuft die Digimon-Suche? Ich habe jede Menge Informationen über Digimon gesammelt. Um Botamon in meinem Haus gebeten, sie dir zu geben. Brauchst Hilfe? Frag einfach ihn. Ja, genau. Botamon ist auch im Haus drinnen. Und der gibt immer. Egal wie weit ihr im Spiel Fortschritt seid, der gibt euch immer Tipps. 3 Tipps, wo ihr quasi noch Digimon rekrutieren könnt für die City. Okay, Botamon hat uns geschrieben. Geht zurück in die Stadt und tut und guckt, was er tun kann. Und wir haben jetzt, glaube ich, einen Wohlstand von 1. Tja, 1 von 200. Wir haben hier eine Ringelnuss gerade erhalten. Das ist die weite Ebene. Da oben gehe ich nicht lang. Da oben erwartet uns ein starker Gegner. Finde Zutaten und Materialien. Ich wollte gerade darauf ansprechen. An bestimmten Stellen im Feld kannst du Zutaten und Materialien finden. Da zum Beispiel. Dieses Gebiet enthält eine Zutat, Digisprösse, und ein Material, Metall. Suche weitere Zutaten und Materialien. Es gibt 4 Materialien: Flüssigkeit, Stein, Metall und. Holz! Danke. Holz grün. Ja, Metall ist gelb, Flüssigkeit blau, Stein rot. Kann man sich so merken. Berührst du Zuteil oder Materialkreise, öffnet sich ein Bestätigungsfenster. Mit X sammelst du das Objekt ein. Okay, wir erstmal den schönen Sticky-Sprössung. Hier sieht man jetzt einmal Metall. Wir können einmal sammeln. Und hier finden wir zum Beispiel Kupfer. Pilze, Früchte und andere Zutaten werden auf dem Feld erscheinen. Sammle so viel du kannst, um den Hunger deiner Panda-Digimon zu skillen. Materialien sind am Anfang nicht wichtig, du brauchst sie aber später zum Ausbau der Skat. Ja, das ist ganz wichtig. Also ich werde auch am Anfang die Materialien sammeln. Die Menge, die du tragen kannst, hängt von der Ausdauer deiner Partner-Digimon ab. Maximal ist allerdings 200. 200 Materialien. Wenn du in die Skat zurückkehrst, wird alles automatisch in den Vorratslager abgelegt. Schön ist schön, oder? Schön. Allein die Grafik ist es schon wert, aber das Spiel macht richtig Bock. Also das weiß ich jetzt schon. Globale Beziehungen. Die Welt ist groß und enthält zahlreiche Regionen, die wiederum in mehrere kleine Gebiete aufgeteilt sind. Wo kriege ich die Regionen zusammen gerade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Müssten 8 sein. Ich glaube, es sind 8. 7 oder 8. Die Welt ist groß und enthält zahlreiche... Ja, okay, das habe ich gerade vorgelesen. Je weiter du gehst, desto stärker werden deine Feinde. Es ist also wichtig, die Stärke deiner Partner auszubauen. Besuche doch mal die nahen Ehen und gewinne uns an das Leben mit deinem Partner, Digimon. Digimon-Kämpfe, Fortsetzung. Also gut, da drüben ist ein feindliches Digimon. Du kannst die Brücke erst überqueren, wenn du es besiegst. Ich werde dabei mehr über Strategie und die Kampfsteuerung erzählen. Ich habe die TP und MP deiner Partner aufgewöhnt. Nutze mir diesen Kampf, um ein paar Dinge zu lernen. Da brauchen wir eigentlich nicht viel lernen, ne? Verwendung von Items und des Taktiksmenüs. Verwende Items im Kampf, um Partnern zu helfen. Fliehe über das Taktikmenü und ändere Angriffsziele. Verwendung von Items. Drücke Dreieck, um die Itemkiste zu öffnen. Solange die Kiste geöffnet ist, wird die Zeit angehalten. Navigiere hoch und runter, um Items auszuwählen. Mit X wirfst du einem Partner das gewählte Item zu. Wenn die Itemkiste geöffnet ist, kannst du dir sowohl L als
L- als auch R-Partner ansehen. Wähle ein Item aus, um es beiden Partnern zu geben, verbraucht zwei Items, logisch. Drücke L1 oder R1, um den Fokus zu ändern und Items einzeln zu verwenden. Benutzt man weniger in der Regel. Verwirft deinem Partner entsprechend der Lage die richtigen Items zu und verschafft dir so einen großen Vorteil im Kampf. Taktikmenü. Drücke Viereck, um das Taktikmenü zu öffnen. Solange das Menü geöffnet ist, wird die Zeit angehalten. Hier kannst du bestätigen, wer wen angreifen soll oder den Kampf abbrechen und fliehen. Geht aber nicht überall. Wenn du dich entscheidest zu fliehen, kehrst du zum Eingang der Unterzone zurück. Es kann vorkommen, dass das richtig scheiße ist. Drücke L1 oder R1, um dir die einzelnen Befehle anzusehen. Der oberste Befehl steht für den automatischen MP-Einsatz im Kampf. Der untere Befehl legt fest, welcher Gegner angegriffen wird. Wir nehmen hier aber mehr als nur einen Gegner, maximal drei. Falsch. Nee, es gibt kein Maximum. Nee, es gibt kein Maximum. Es können auch 5, 6 sein. Du kannst die situationsbedingt tauschen, um so siegreich aus dem Kampf hervorzugehen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Okay, wir werden aber jetzt nicht viel machen. Die sollen einfach nur beide mal direkt angreifen. Wär gut gewesen, Renamon, wenn du auch mal da hinten bist. Was brauchst du? Okay, für den Schrumpfer brauchst du nur 30. Aber das sind ja noch leichte Kämpfe hier. Das geht noch. Es gibt Geld. Befehlskraft zu Kampfbeginn. Im Kampf gewonnene Befehlskraft wird nicht für den nächsten Kampf übernommen, sondern auf den Basiswert zurückgesetzt. Der Basiswert der Partnerbefehlskraft zu Kampfbeginn erhöht sich, je stärker dein Bund mit deinen Partnern wird. Ganz wichtig. Wenn du außerhalb in kurzer Zeit oft kämpfst, erhältst du pro Partner zusätzlich 5 Bonus-PK. Das wird in einem Fall mir ganz besonders hilfreich sein. Je mehr Befehlskraft du zu Beginn besitzt, desto entschlossener kannst du kämpfen. Nutze dies zu deinem Vorteil, richtig. Das ist der große Vorteil. Wir werden uns... Ich weiß gar nicht, bin ich eigentlich schon stark genug für die? Man sieht auch, welche Stufe die sind. Das ist auch unterteilt in weiß markiert oder in rot markierter Schrift. Rot. Nie den Kampf versuchen zu vermeiden. Und zwar wirklich versuchen zu vermeiden. Renamon, ich würde gerade sagen, du kannst mal rangehen. Weil dein Partner bekommt gerade Dresche. Gut, am Anfang muss ich nicht wirklich auf die Befehlskraft hier aufpassen. Die haben auch Spezialfähigkeiten. Ja. Haben die. Kannst du gleich danach nochmal einsetzen? Nice. Jawohl, Kampf gewonnen. Also, das ist schon Stufe 2. Ihr seht schon, da haben wir schon kleine Probleme mit. Natürlich, die Digimon, die wir hier bekämpfen, hinterlassen noch Items. Und auch das kann passieren, wenn die den Kampf gewonnen haben. Wollen sie werden gelobt werden, ausgestimmt oder ignoriert werden. Auch das, genau, ihr seht's richtig, gibt Informationen preis. Und da können wir natürlich sehr häufig reingucken. Auch Devimon haben wir zum Beispiel hier, aber das war's auch schon. Berenamon, Cubimon Silber, TV. Das wird jetzt einigen sagen, TV. Du darfst doch nicht in den Fernseher gucken. Nein. TV heißt hier Trainingsversagen. Also, entweder zum. Also, einfaches Beispiel: Die gehen auf Toilette und die lassen. Ja, die machen ihr Geschäft nicht da, wo sie sein sollen. Trainingsfehler 1. Die sind müde, wollen schlafen. Du lässt sie aber nicht schlafen. Also, die schlafen quasi automatisch ein oder dass du den Befehl gegeben hast. Trainingsfehler. Sie verhungern. Das weiß ich nicht, ob das geht, aber das müsste auch gehen. Gehört auch als Trainingsfehler. Ja, alles sehr, sehr wichtig. Aber nicht ganz unwichtig. Wir werden uns jetzt erstmal uns hier umsehen. Und zwar, genau, da kann man da zum Beispiel kann man angeln. Und zwar, dieses kleine Tentomon hier ist ganz wichtig. Hä? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Hey, warte mal, du bist doch einer dieser Menschen. Mann, oh Mann, das muss Schicksal sein. Ich muss dir nämlich was sagen. Also, was hältst du davon? Interessiert oder willst du noch einmal darüber schlafen? Leg los. Ha, ich wusste doch, dass du ein helles Köpfchen bist. Also, dann schau dir mal dieses Schätzchen an. Tada, eine Heilungskiste ist perfekt für jeden Zehner. Ich überlasse sie dir für lächerliche 100 Bit. Also, willst du sie haben? Die nehmen wir. Weil dann geht das Tentum nämlich in die Stadt. Im Ernst? Kein Witz? Na gut, war meine Freundin, mit dir Geschäfte zu machen, Partner. Wir haben die Heilungskiste erhalten. Dank dir kann ich jetzt endlich meinen Laden aufmachen. Ich habe da mehr im Angebot, also schau gern vorbei. Man sieht sich, Menschending. Der Dumme hat sich der Stadt angeschlossen. Und das ist nice.
Und hier hinten gibt's, glaube ich, gleich das nächste. Nein, hier nicht. Und gegen dich will ich gerade nicht kämpfen. Man sieht das da oben schön auf der Karte. Das mit dem Ausrufezeichen. Wir haben auch nochmal eine große Karte. Da sieht man das auch nochmal ganz schön. Da sieht man auch noch in der Karte im Übrigen die ganzen Zonen. 2, 4, 6, 7, 8. Boah, bin ich gut. Ja, Eigenlob stinkt, ich weiß. Das sollte man eigentlich auch in einem Let's Play unterlassen. Ich unterlasse es auch. Also man sieht ja auch, 16 Uhr beginnt die Dämmerung. Das geht bis 18 Uhr. Das ist auch ganz wichtig. So, hallo Biomon. Hier komme ich. Ja, ich schaffe es nicht. Ich wollte doch nur durch den Himmel fliegen. Die Sache ist nur, dass ich nicht besonders gut bin. Kann mir niemand beibringen, wie man fliegt? Weißt du, du schaffst es. Oh, danke. Wenn du einen Digimon triffst, dann, dass mir ein paar Tipps geben kann, dann sag mir bitte Bescheid. Richtig, wir müssen einen Digimon in die Stadt bringen, was Biomon quasi das Fliegen beibringt. Und das können wir noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Aber das Digimon da unten ist viel, viel interessanter für mich. Und das kommt einem auch bekannt vor. Ihr kommt gerade richtig. Ihr müsst mir bei etwas helfen. Ich brauche Dünger, damit ich leckeres Fleisch zubereiten kann. Aber ich finde nichts, daher brauche ich eure Hilfe. Kein Problem. Klasse, danke, das ist echt nett. Bring mir bitte einen Lachapfel, eine dicke Spritzung, eine salzige Nuss. Hast du alles? Na klar. Ich warte hier auf dich. Also, man kann auch immer nachgucken in der Digimail. Leckeres Fleisch, nicht vergessen, Lachapfel, dicke Spritzung und salzige Nuss. Findet man alles in der nahen Ebene, von dem her ist es relativ simpel, das zu bekommen. Aber auch dieses normale Laufen hier bringt Vorteile. Wir sammeln so 10-mal Erfahrungspunkte. Mit jedem Schritt machen wir einen Punkt und das ist gar nicht mal so unwichtig. Und ich nehme mich gleich mal mit hier. Ein Unglückspilz. Gut, den werde ich verticken. Das weiß ich jetzt schon, dass ich den verticken werde. Eigentlich ist ein Lachapfel. Oh, komm, der ist schon 1 bis 7. Oh, falscher. Du solltest eigentlich angreifen. Ach, du brauchst 35, okay. Komm mal näher, Kopiermann. Könnt ihr euch mal da bitte hinbewegen? Dankeschön. So, Goblimon geschlagen. 20, Bit, okay, mit 20 Bit komme ich. Aber die geben Heilungsdisten. Da haben wir zum Beispiel den Lachapfel schon mal. Nice. Die Nuss ist ein größeres Problem. Da muss ich, glaube ich, woanders hinführen. Ich glaube, die gibt es in dieser Unterzone nicht. Genau, das sind hier auch die normalen Klos da. Das sind die normalen Klos hier. Und das ist der Verkaufsautomat. Und der ist am Anfang extrem teuer. Weil Geldmangel werden wir eigentlich immer haben. Geldmangel ist in dem Spiel. Nee, weiß ich nicht bis zu einem gewissen Punkt des Spiels. Es ist echt ein Problem. Später dann allerdings irgendwann nicht mehr. Das meine ich damit. Der ist jetzt rot markiert. Gegen den kommen wir quasi noch nicht an. Und das ist ein Problem. Also Stufe 4 ist schon zu hoch für uns. Das heißt, das ist eigentlich für uns tabu. Also ich versuche die nicht vorher anzusprechen. Okay, um 18 Uhr haben die keinen Hunger. 18 Uhr ist eigentlich auch nochmal eine normale Zeit. Dann haben wir noch hier, genau, nur Memons. Alter, Stufe 2. Problem. Problem nur Memon. Scheiße. Ich komme nicht drum herum, die auf... Wie gesagt, ich komme nicht drum herum, die auf Champion zu trainieren. Obwohl, die salzige Nuss, die kann ich auch da oben finden. Fällt mir mal gerade so ein. Das müsste funktionieren. Ja, das müsste funktionieren. Aber ohne Champion, merkt ihr selber, dann macht das keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, weil ich komme nicht mal gegen die Stufe 4 oder Stufe 2 an. Also, zurück. Und dann, wenn wir neue Digimon rekrutiert haben, gehen wir erstmal in Digimons Haus. Da gibt quasi ein Status-Report eigentlich, ja. Ich glaube, gute Neuigkeiten. Paderborn ist auf Lothain zurückgekehrt. Es hat ein Lagerhaus eröffnet. Paderborn ist auf Lothain zurückgekehrt. Es ist ein Ausrüstungsladen. Der Wurschgarten liegt jetzt bei 2. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Und unterwegs Materialien werden eingesammelt.